Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zum Yandere Simulator. Wir spielen heute wieder die Clubs, beziehungsweise machen weiter mit der kleinen Club-Serie, die ich hier gegründet habe. Und ich habe euch in den Kommentaren abstimmen lassen, welchen Club ihr denn wollt. Und weil wirklich ganz viele verschiedene Clubs wollten, habe ich gedacht, okay, das musst du anders machen. Deswegen findet ihr heute, diesmal, einen Abstimmungslink unten in der Videobeschreibung. Ich konnte leider nicht mit den YouTube-Abstimmungen machen, weil ich dann nur 5 Auswahlmöglichkeiten haben konnte und die Clubs einfach zahlenmäßig überlegen sind. Das heißt, unten ist ein Link zu der Abstimmungsseite. Klickt doch mal drauf, dann seht ihr, beziehungsweise könnt ihr abstimmen, was wir in der nächsten Folge machen. Und in dieser Folge habe ich mir gedacht, wir nehmen etwas, was viele von euch wollten, nämlich den Kunstclub. Dafür müssen wir unseren alten Club erstmal löschen. Und eine Sache ist ebenfalls neu. Die werdet ihr jetzt schon eingeblendet sehen. Ich habe mir beschlossen, jetzt immer 2 oder 3 Fanarts am Anfang der Folge einzublenden. Oder ein Fanart, ich weiß nicht genau, je nachdem, wie viele Fanarts wir haben. Und Leute, wenn ihr mehr Fanarts über Instagram schickt, dann bitte macht den Hashtag DaniLP dazu. Dann kann ich es mir nicht auf dem PC ziehen und da speichern. Weil ich sonst zwar auf dem Handy sehe, aber nicht auf dem PC speichern kann. Also, Senpai. Also, wenn ihr wollt, dass ich euer Fanart einblende, dann macht bitte den Hashtag DaniLP dazu. Und ja, wir müssen unseren alten Club erstmal kündigen. Das geht natürlich ganz einfach, wenn ich ihn erstmal finde. Ich glaube, er ist irgendwo hier oben. Art Club, ja, das ist der neue. Light Music, Material. Ist er noch höher? Ich glaube, es ist noch höher. Schauen wir mal. Und ja, ich verlaufe mich immer bei den Clubs. Aber es sieht doch alles gleich aus. Komm. Hier, ich will nicht mehr. Ja, du bist ein Arschloch. Ja, bla bla blub. Die kann man natürlich nicht töten. Die sind gar nicht im Spiel drin. Das sind einfach nur Platzhalter für die Leute, die immer wieder fragen. Material Arts. Nein, 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 nein. Hier. So. Hi. Ja. Danke. So. Ich bin wunderschön. Und jetzt kann ich meine Garderobe changen. Jetzt bin ich noch schöner. Und jetzt gehe ich aufs Dach. Das Dach ist immer so ein bisschen mein ich probiere Sachen aus Area Typ. So, komm her, muss sein. Okay. Wir müssen die Leiche ganz kurz wegschaffen. Irgendwo, wo sie niemand findet. Am besten da hinten oder so. Ich will jetzt nicht, dass sie gefunden wird gerade. Also legen wir sie hier hin. Wir können sie später noch wegschaffen, bevor die Lehrerin was merkt. Und ich habe damit auch noch nicht so viel ausprobiert mit diesen hier. Also gehen wir einfach mal runter. Hi Leute, guck mal, ich bin im Art Club. Okay, es juckt sie nicht. Ich habe zwar hier überall Blut, aber es ist für sie Farbe. Hi, ich kann ganz normal mit ihr reden. Kompliment, du bist wunderschön. Ja, ich weiß. Findet sie toll. Ich gehe jetzt mal vor Senpai. Okay, da finde ich mich eh mal komisch. What's up with her? Ja, Senpai, so süß. Aber es juckt einfach niemanden. Ich bin ja im Kunstclub, das ist einfach nur rote Farbe. Ich sag's, Leute, ich hab's doch jetzt gesagt. Ich hab bestimmt schon 50 Folgen gesagt, es ist nur Farbe. Niemand hat mir je geglaubt. Aber jetzt ist alles anders. So, die hat's ja vorher auch nicht gestört, wenn ich hier was hatte. Aber ich kann's nochmal probieren. Ja, die mögen mich so oder so nicht. Sind wir doch mal ehrlich. Ihr hasst mich. Der Arschloch. Und das Blut scheint auch niemanden zu stören. Und die eine rennt im Kreis. Das ist sehr schön. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Kann man dir irgendwie helfen? Ist alles okay? Geht's dir gut? Nein, man konnte ihr nicht helfen. Schade, ich hätte ihr gern geholfen, hätte man ihr helfen können. Aber konnte man scheinbar nicht. So, meine Süße. Ich überlege gerade, wo wir uns am besten hin teleportieren. 6 ist eine dumme Idee, 7 ist eine dumme Idee, 8 ist eine... Da kann ich auch gleich laufen. Und 9 ist hier. Dann teleportieren wir uns nicht. Dann machen wir es anders. Da, ba, ba, da, 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 da. Hi, ich bin Dani. Oh. Gut, haben sie es gesehen. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nicht petzen. Okay, die petzt nicht, glaube ich. Nicht petzen, nicht... Oh ja, das habe ich gar nicht gesehen gehabt. Ja, Pech, nicht petzen. Gut, das war's dann wohl mit den, Oh,
ich werde festgenommen mal wieder. Das war es dann wohl mit den leisen, sanften Wegbringen. Aber die scheint echt gerade nicht zu petzen. Das ist ganz okay, sonst hätte ich sie auslöschen müssen. Ich hätte sie vielleicht auslöschen müssen. Gut. Komm her, meine Bitchy. Ach, warte, ich kann dich ja gar nicht... Doch, ich hab die Fähigkeit. Gut. Los, Baby. Alles gut. Du schaffst das. Yay. Nehme ich mir noch Manga. Mangas sind cool. Jeder mag Mangas. Und ich sollte die Blauhaarige wegnehmen. Die ist ein bisschen auffällig. Und ich habe nicht hochgeskillt, dass ich einfach nur tragen könnte. Das ist ein bisschen doof. Das mache ich dann, wenn ich in den Unterricht gehe. Dafür muss ich aber erstmal die Leichen weghaben. Komm schon, Bitch. Beweg deinen Arsch darunter. Ich habe einfach zu viele umgebracht. Ich habe zu viele umgebracht, aber wenigstens petzt sie nicht. Sie ist ein gutes Mädchen. Seht ihr, Leute, wenn mich jemand beim Mord beobachten solltet, nicht petzen. Dann lasse ich euch nämlich am Leben. Hätte sie es nämlich gepetzt, hätte ich sie einfach in der nächsten Runde umgebracht. Diese kleine Schlampe. Digga, was war das für ein Bug? Mach nochmal. Komm, Digga. Alter! Okay, Beschleunigung und so ist nicht gerade gut, wenn man das hat. Und es ist immer noch before school. Das Gute ist, wie gesagt, man muss sich jetzt einfach nirgendwo drum rumschleichen in diesem Club. Man kann einfach straight durchrennen und halt zeigen hier. Ja, ich habe wem umgebracht, aber ihr denkt, es ist Farbe. It's just a prank, bro. Ich habe gehört, wenn man jemanden umbringt und sagt, it's just a prank, bro, dann ist alles okay und dann verzeiht einen jeder. Habe ich gehört. Ich weiß gar nicht, wo ich das her habe. Mensch, also ich weiß nicht. Egal. Ja, jetzt ist halt die Frage, beziehungsweise die Schwierigkeit. Es ist nicht mal die Frage, es ist einfach nur die Schwierigkeit, die halt jetzt wirklich, ich habe sie jetzt runtergeschmissen, aber wirklich hier reinzukriegen, weil die Lappen hier sitzen, aber die sitzen auch nicht mehr lange hier. Dann komme ich halt zu spät zur Schule. Wollt ihr, dass ich zu spät zur Schule komme? Wollt ihr das? Ist euch das? Wollt ihr das? Wollt ihr das? Wollt ihr das? Quidditch. Quidditch? Ich spiele kein Quidditch. Scram. Ich spiele aber kein... Scram. Wartet mal. Wartet. Seit wann haben die jetzt kurz... Warum haben die jetzt kurze Röcke? Die hat doch immer lange Röcke. Ich... Kann ich eigentlich... Ich habe mal eine Frage. Info-chan. Nee, ich kann schon mal kein Foto von denen machen. Was, Info-chan? Nein, kann er nicht gebrauchen. Halt's mal. So. Bla bla bla, verpisst euch Mädels, verpisst euch. Oh, 3 FPS. Was habe ich eigentlich für Schuhe an? Schaut euch mal meine Schuhe an. Oh, meine Schuhe sind so schön. Meine Füße sind so schön. Oh yeah. Einer hat mir gesagt, wenn ich mit einer Leiche straight durchrenne, dann sehen sie es nicht. Das können wir gerne mal ausprobieren. Aber nicht jetzt, wo ich halt diese Kraft dafür noch nicht habe und ich es halt ziehen muss, weil ziehen ist schon ein bisschen auffällig, ne? Ich warte jetzt einfach nur, bis die weg sind. Kommt schon, Bitches. Der Vorteil des Clubs kann durch euch nicht ausgenutzt werden. Das ist wieder so ein Club, wo man halt unauffällig morden kann. Wie gesagt, sehr cool für die Leute, die gerne unauffällig morden. Ich morde gern auffällig und die sind weg. Gut, ich komme zu spät zum Unterricht, das ist mir aber scheißegal. Das ist mir scheißegal, denn ich räume jetzt diese Leichen hier weg. Badam! Eine wichtige Frage wäre auch, ärgert die Lehrer, beziehungsweise stört die Lehrerin mein Kittel? Das kann ich nur mit folgenden Aspekt rausfinden, beziehungsweise mit folgenden Selbstversuch. Ich werde gleich meine Kleidung nicht wechseln und nicht verbrennen. Ich werde heute den ganzen Tag die Kleidung, die ist blutig, ihr seht es, ich werde jetzt alle Leichen verbrennen. Also es wird eigentlich nichts bringen. Mir fällt gerade auf, ich habe da noch, ich muss das Blut noch wegmachen. Oh, da habe ich auch keinen Bock drauf. Wenn ich das Blut nicht wegmache, findet ein Lehrer das Blut und dann ist es auch geschehen. Dann wird ebenfalls die Polizei gerufen und beendet. Ich will ja gucken, ob ich halt so nach Hause könnte und, oder ob ich behelligt werde nach dem Motto, ey Digger. Das ist nämlich gar kein Kunstblut, ne? Das ist gar keine Farbe. Du hast da wem umgebracht. Das wollen wir ja nicht. Wir haben ja niemanden umgebracht. Wir sind ja nette Menschen. Wir mögen Leute. Wir sind lieb. Und das müssen wir halt auch zeigen. Ich denke, ich werde den ersten Unterricht verpassen, aber sowas von, weil ich jetzt die Leichen und alles wegschaffen muss.
Aber das habe ich mir selbst eingebrockt. Und dann kann ich den zweiten Unterricht dann nutzen, um alles aufzuskillen. Das ist schon in Ordnung so. Habe ich mir selbst zuzuschreiben. Also wie gesagt, ich werde jetzt alles, ich werde jetzt hier gleich auch noch meine Tatwaffe mit verbrennen. Eben nur nicht die Klamotten. Ich werde mich nicht umziehen und nicht waschen. Und mal sehen, ob dann der Club auch funktioniert oder ob der einfach nur ist, um zu zeigen, hier, jo, nee, und so, ne? Ich habe niemanden umgebracht. Ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Ich weiß gerade selbst nicht, was ich meine. Aber ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Von daher wisst ihr, was ich meine, wenn ich meine, was ich meine. Wenn ich nicht weiß, was ich meine. Wisst ihr, was ich meine? Auf jeden Fall, rein damit. Gut, ich habe jetzt alles und ich verbrenne das jetzt. Ich habe so Angst mit den Klamotten. Okay, müssen wir wieder aufs Dach? Denn jetzt muss das Blut weg. Zum Glück habe ich die Unterhose eingezogen, die weniger Blut macht. Oh mein Gott, das wird eine Fulltime-Aufgabe. Und ich wische mit meinem Mop. Und ich wische mit meinem Mop. Und ich wische und ich schrubbe. Und ich wische und ich schrubbe. Ihr habt doch keinen Plan. Das Blut, das kotzt mich sowas von an. Doch ich wische und ich schrubbe. Und ich wische und ich schrubbe. Ganz ehrlich, so oft wie ich in diesem Let's Play singe, müsste es eigentlich so ein Yandere-Album mit mir geben. So ein... Was weiß ich, das neue Yandere-Album featuring Danny LP mit allen Songs, die ihr schon immer in Yandere Simulator hören wolltet, wie Ich wische und ich schrubbe oder Ich will einen Berg aus Leichen haben. Seid mal ehrlich, ihr würdet es kaufen. Ihr würdet es doch kaufen, seid doch mal ehrlich. Ha, jeder, der sagt, er würde es sich nicht kaufen, der lügt. Der lügt und ich komme recht gut voran, das macht mir Angst. Ich habe jetzt schon zwei... Okay, das ist jetzt... Ja, gut. Aber ich habe richtig viel geschafft, ohne auch nur einmal jetzt Wasser nachfüllen zu müssen. Also es geht. Am Anfang wisst ihr noch die ersten Male, als ich diesen wunderschönen Simulator gespielt habe, wie ich dann immer alles sauber gemacht habe und dachte, ich muss noch alles sauber machen. Ach, diese guten alten Zeiten. Danach bin ich faul geworden. Ich denke mal im Original, beziehungsweise im Spiel, im vollständigen Spiel, in der Vollversion, ich denke, da muss man wieder mehr sauber machen, dass es dann wirklich auch wichtig ist, hinterher aufzuräumen. Was ich ja hier in diesen Versionen sehr gerne vernachlässige und einfach nur umbringe. Ja. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass es auch ein Aspekt des Spiels, sogar ein recht wichtiger Spurenbeseitigung, auch im realen Leben sehr zu empfehlen, wenn ihr mal wieder einen Mord plant, Leute, Spurenbeseitigung. Ein perfekter Mord ist der Mord ohne Leiche und ohne Tatwaffe. Wenn ihr wie ich die Leichen verbrennt, dann passt auf, dass keine verkohlten Leichen zurückbleiben oder halbverkohlte Leichen. Ich denke, ich habe es unten angemacht, aber ich gucke gleich nochmal, weil ich mir gerade nicht mehr sicher bin. Kann ich das im Yandere-Modus sehen? Oh, jetzt habe ich auf... Hä? Falsche Taste? Kann ich da sehen, ob da noch irgendwas an ist? Ich sehe es nicht. Okay, gut. Ist aber auch gar nicht so wichtig, denn ich schaue einfach gleich mal nach, ob ich halt wirklich, angemacht habe. Denn sonst wäre es ziemlich scheiße, wenn es daran scheitert, dass ich vergessen habe, anzumachen. Wenn ich hier schon aufräume. Meinen perfekten Mord. Ich meine, vor allem ist es so ein perfekter Mord. Es fällt niemandem auf, dass die weg sind. Wetten? Wetten, es fällt keinen auf? Wenn ich es jetzt richtig mache, würde es keinen auffallen. Ich hoffe, wie gesagt, jetzt nur, dass mich meine wunderschöne Kleidung nicht verrät. Gucken wir einfach, wie viel der Club bringt. Ich meine, das wollen wir in dieser kleinen Miniserie rausfinden. Wir wollen gucken, wie viel ein Club bringt. Ne? Dafür lassen wir uns auch extra Zeit und machen für jeden Club eine Folge. Ich finde es so ein bisschen vergleichbar mit den... Wisst ihr noch, wie Ungespielt auf Gomma HD diese Serie gemacht hat, wo er halt die Ender Games, die verschiedenen Kids vorgestellt hat? Ich finde das irgendwie so ein bisschen vergleichbar. Hört sich arrogant an, ich finde es so ein bisschen vergleichbar. Ich stelle jetzt keine Kids vor, ich stelle jetzt verschiedene Clubs vor. Und wir gucken halt einfach die Vorteile an und halt die Nachteile. Je nachdem, was ein Club halt so bietet für die Leute, die halt entscheiden wollen, für wie viel Gomme HD-Taler sie sich einen Club kaufen wollen. Wieso funktioniert das nicht? Mensch, das ist ja... Oh, Dani, du weißt ja gar nichts. Gut. Das war ein doofer Spruch, ich weiß. Und ich gehe jetzt hier lang. Da, und ich renne. Ich hoffe, es ist mit den FPS ganz okay. Ich renne da gerade nebenbei noch Far Cry. Und von daher könnte es sein, dass es manchmal ein bisschen laggt. Das finde ich nicht so nice. So, es läuft zum Glück. Das heißt, wir können jetzt in den Unterricht ein bisschen verspätet. Ich gucke mal, ob die Lehrerin reagiert, dass ich so blutig bin. Nein, aber sie reagiert auch nicht, dass ich noch in den Unterricht möchte, scheinbar. Denn ich komme einfach nicht mehr in den Unterricht. Hey, kann ich mit dir reden? Not now.
Gut, ich komme zu spät in den Unterricht und komme damit nicht mehr in den Unterricht, oder wie? Pff, gut. Ja, das heißt, ich warte auf die Mittagspause, oder was? Toll. Gut. Hätte mir das vorher jemand gesagt. Da hätte ich mir Zeit gelassen. Richtig viel Zeit. Das ist jetzt so ätzend, dass ich gerade wirklich auf diese bescheuerte Mittagspause warten muss. Mir fällt aber auch nicht ein, was ich zwischendurch noch machen könnte. Ich habe keinen Bock, jetzt noch irgendwie Spuren zu legen oder... Ach, das ist doch bescheuert. Wann ist denn die Mittagspause? Bitte sag mir 11 Uhr. Wahrscheinlich ist sie 13 Uhr. Sie ist sowas von 13 Uhr. Bitte sag 11 Uhr. Bitte sag 11 Uhr. Okay, es ist schon mal nicht 11 Uhr. 11.30 Uhr? Wetten, die ist irgendwie 13 Uhr oder so. Wann habt ihr eigentlich Mittagspause? Ich glaube, wir hatten immer unsere Pausen 9.25 Uhr bis 9 Uhr... Ich glaube, bis 9.40 Uhr. Dann hatten wir noch eine um 11.20 Uhr bis 11.40 Uhr. Und dann hatten wir noch eine von 13.10 bis 13.55 Uhr, glaube ich. Gott, ich weiß es gar nicht mehr. Seht ihr mal, wie alt ich bin. Und wir haben gleich 13 Uhr. Bitte sag mir, dass dann Mittagspause ist. Bitte. Bitte, 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 bitte. Ja, Lunchtime. Ich wusste es, 13 Uhr, beziehungsweise hier 1 Uhr. Oh, ihr fucking, fucking Fucks hier. Kann ich jetzt in den Unterricht? Warum lässt ihr mich jetzt nicht in den Unterricht? Wahrscheinlich, weil ich hier die Klamotten noch habe, oder was? Okay. Scheinbar, weil ich laut dem Mord hier nicht alles... Das ist meine Klasse, ich komme aber nicht in den Unterricht. Wahrscheinlich, weil ich die Sachen hier noch loswerden müsste. Och, nö. Okay. Neuer Plan. Ich will hier einfach gucken... Reagierst du auf mich? Ich will einfach gucken, ob ich damit nach Hause komme. Das heißt, ich muss jetzt warten, bis der Unterricht zu Ende ist. Ich glaube, der ist 15 Uhr zu Ende. Das schaffen wir jetzt auch noch. Ich meine, wir haben ja schon 13 Uhr, es wären ja nur noch 2 Stunden. Ich will einfach gucken, ob mir der Kunstclub so weit was bringt, dass ich die Zeitersparnis vom Duschen habe. Ich gucke jetzt mal, ob ich jetzt in die Klasse komme. It's time for class. Ja, ich komme nicht in die Klasse. Weil ich nicht gelacht habe? Ach, willst du mich verarschen? Ich habe gelacht. Ich habe gelacht. Ich habe gelacht. Gut. Mach ich nochmal ein Schnellformat. Ich mach's nochmal ein Schnellformat. Ist mir egal. Ich mach's jetzt einfach nochmal ein Schnellformat. Ich suche mir jetzt eine, die ich umbringe. So, ich bin jetzt schon... Ich bin... Ach, ich muss mir noch umziehen. Oh, eklig. Ich hasse sowas. Gut. So ein Cosplay-Club wäre auch geil. Fällt mir gerade so auf. Klasse. Was ist das für eine Klasse? 3. Da muss ich eins runter. Ich glaube, da muss ich eins runter. Gut. Oh, wie eklig das jetzt war. Einfach nur, weil ich gelacht habe. Weil ich gucken wollte, ob es vielleicht daran liegt, dass ich Ach Gott. Aber es ist auch eine gute Methode. Gut. Vielleicht sollte ich einfach nach dem Unterricht wen umbringen. Das wäre eine Idee. Leute, ich... Ideen in meinem Kopf. Drin. So richtig. Boah. So. Gut. Ich gucke jetzt einfach mal, ob ich mit der Kleidung, was die mir halt so bringt. Wir haben gesehen, Schüler reagieren nicht drauf, Lehrer reagieren nicht drauf. Aber komme ich damit auch raus aus der Schule, nachdem ein Mord geschehen ist? Und eigentlich müsste die Leiche entdeckt werden. Wenn sie nicht entdeckt wird, komme ich ja eh raus aus der Schule. Nee. Nee. Doch. Eigentlich ist es scheißegal, ob die Leiche entdeckt wird. Wenn die Leiche entdeckt wird und ich raus aus der Schule komme, heißt das, dass sie mir nichts nachweisen können. Und wenn die Leiche nicht entdeckt wird und ich raus aus der Schule komme, heißt es, dass sie mir auch nichts nachweisen können. Ich denke mal, ihr versteht, was ich meine. Wenn ich meine, was ich meine. Wenn ihr meint, was ich meine. Wenn ich meine, was ich meine. Wisst ihr, was ich meine? Gut. So Best Friends und so. Geh. Fall. Du dein Ding. Ich hasse dich. Das wird eine längere Folge. Ich denke, ihr beschwert euch nicht darüber. Denn aus irgendeinem Grund feiert ihr diese Folgen. Keine Ahnung wieso. Ey, guck mal, ich habe einen blutbeschmierten Wischmopp.
Ja, kannst du aufhören zu wischen? Ich möchte open. Please. Kannst du für mich die Tür öffnen? Ja, danke schön. Was für ein Gentleman. Oh, hey, die ist ein Gentleman. War es nicht die von LeFloid, die Anmoderation? Ich möchte hier öffnen. So, jetzt nehme ich das mit. Sehe nämlich, da hinten habe ich ein paar Blutspuren hinterlassen. Die möchte ich natürlich gerne beseitigen, während ich die Leiche wegschaffe. Ich weiß nicht, warum ich so rede. Because I'm a buyer. I wash. Hör auf zu bluten. Hör auf. Du bist unfair. Du bist total unfair. Das habe ich gerade gewischt. Ich habe gerade dieses Gras gewischt. Weißt du, wie viel Arbeit das ist? Jeden Tag dieses Gras zu wischen? Nein, weißt du nicht. Du bist undankbar. Das bist du nämlich. Du bist undankbar. Ich werde jetzt diese Leiche fortschaffen. Und jetzt werde ich gleich einen Zaubertrick verführen. Indem ich auf diese Taste drücke, wird da gar keine Leiche mehr zu finden sein. Ich weiß nicht, warum ich immer noch so rede. Because I will a Wiener Schnitzel haben. Vielleicht möchte ich auch einfach nur ein Zuckerstängle. Oder ein Brathähnchen. Okay, langsam werde ich rassistisch, oder? Irgendwie finde ich mich gerade rassistisch. Oder Weißwurst. Weißwurste. Jetzt habe ich den schmalen Grat zwischen Witz und Rassismus überschritten. Jetzt war ich echt rassistisch. Aber es ist okay, auf ein Oktoberfest stoßen wir an und dann ist alles gut. Ja, ich wische hier. Ich bin hier nur die Putzfrau. Ich bin hier die Butze, Alter. Und ich wisch. Und ich wisch. Und ich wisch. What do you want, loser? Ich bin kein Loser, ich bin die Putzfrau. Ich habe eine Leiche. Eine dicke Leiche. Leiche liegt im Ofen. Sie ist verkohlt und das ist nicht gesoffen. Die Leiche liegt im Ofen. So, jetzt habe ich ja eigentlich alles aufgeräumt, bis auf meine Kleidung. Werde ich trotzdem für ein Verbrechen bestraft, das ich natürlich nicht getan habe? Sehen Sie jetzt. Ich bin gespannt. Nein? Ich kann? Doch. Ja. Ja. Okay. Also. Ich kann mit der Kleidung... Es werden mich keine Lehrer erkennen. Vorteil. Es werden mich keine Schüler erkennen. Vorteil. Aber ich muss die Kleidung wechseln. Ich kann so nicht nach Hause. Das heißt, es ist mir eigentlich doch keine Zeit erspart. Das heißt nur, ich muss mich nicht nachmachen. Also, ich finde den Club jetzt nicht so geil. Ich probiere jetzt noch eine Sache aus, die vielleicht den Club ein bisschen retten könnte. Ich probiere jetzt noch eine Sache aus, weil es wäre einfach cool gewesen, wenn dieser Club nicht so zeitaufwendig ist. Dieses Duschen, dieses Umziehen ist mega zeitaufwendig. Okay, ich könnte jetzt mehrere Morde hintereinander machen. Kein würde es auffallen. Es kann blutig sein. Ich muss mich nicht jedes Mal umziehen. Das ist der Vorteil. Aber wie gesagt, es gibt auch Nachteile. Ups, und ich gucke jetzt einfach mal, ob ich diese Nachteile halt, ob die halt ausgeräumt werden können. So, ich gucke jetzt nochmal. Ich habe jetzt hier eine Leiche. Die nehme ich mal kurz mit. Und schmeiße sie da hinten nochmal rüber. Also, der Club überzeugt mich jetzt noch nicht so ganz. Ich würde im richtigen Spiel, würde ich wahrscheinlich eher einen anderen Club joinen. Wie gesagt, man kann mehrere Morde hintereinander machen und muss sich nicht umziehen. Und die entdecken eigentlich, aber ich könnte auch Morde machen, indem ich entdeckt werde. Das wäre eigentlich scheißegal und ich habe die Fähigkeit des Clubs nicht eingesetzt, weil ich gerade dumm bin. Okay, das ist auch noch eine Sache. Man muss sich vor Unterricht oder beziehungsweise bevor man einen Mord macht, die Unterrichtskleidung, beziehungsweise die Clubkleidung, meine ich, anziehen. Das ist auch einfach mal zeitaufwendig. Ich gehe jetzt erstmal hoch. Also Kunstclub ist schon mal auf der Ebene, wo mein Klassenraum ist. Das ist okay. Das heißt, ich könnte vorm Unterricht im richtigen Game später einfach erstmal in den Kunstclub gehen und mich anziehen. Dann könnte ich mehrere Morde machen, die halt unauffälliger sind. Beziehungsweise, ich könnte mich halt Personen nähern, ohne dass sie wissen... Ich glaube, ich bin ein zu hoch. Nee. Ohne dass sie wissen... Doch, ich bin ein zu hoch. Ohne... zum dritten Mal will ich den Satz sagen. Ohne dass sie wissen... dass ich vorher jemanden umgebracht habe. Vorausgesetzt, ich habe keine Leiche im Arm oder ein Messer in der Hand. Aber was bringt es mir, wenn ich sie umbringe? Da sind sie eh relativ allein. Und ich muss mich vorm Unterricht umziehen. Das ist einfach wieder so eine doofe Sache. Also, richtige Vorteile ziehe ich jetzt daraus noch nicht. Ist natürlich euch überlassen. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr diesen Club findet. Ob ihr dem beitreten würdet im späteren Game.
Und ich denke mal, wir schauen uns dann auf jeden Fall nochmal die anderen Clubs an. Ich denke mal, es werden Clubs sein, die weitaus mehr zu bieten haben. Aber, damit ich auch alles ausgetestet habe, mache ich jetzt meinen letzten Mordversuch. Und zwar den ganz normalen Mordversuch mit, ey Bitch, beweg aber mal deinen Arsch, geh dich mal selbst umbringen. So nach dem Motto, beziehungsweise ich möchte sie einfach an einen anderen Ort haben, weil sie mich hier gerade mega ankotzt. Ich habe sie verloren. Und weil es mega auffällig ist, wie sie hier gerade steht, finde ich. Ich werde sie jetzt... Ich könnte sie jetzt da reinschubsen. Okay, mache ich jetzt einfach mal. Einfach, um es euch zu zeigen. Ich schubse jetzt da rein. Sehr schön. Dann habe ich einen Mord. Hier, guck mal, die ist Suizid begangen. Das kann ich nichts für. Aber ich werde jetzt noch eine andere Person umbringen müssen. Ihr habt mich quasi gezwungen dazu, indem ihr das wolltet, dass ich jetzt umbringe, ne? Und das wird eine von den Personen sein. Und zwar sie. Ich mag sie nicht. Und zwar werde ich erstmal hier hochskillen, dass sie mir auch folgen. Denn jetzt bitte follow me. Komm mit. Gut. Also ich werde sie jetzt nochmal umbringen und die Sachen entsorgen. Und die Folge ist echt zu lang. Es tut mir leid, Leute. Ja, ich habe eine Freundin. Ey, lasst mich. Oh, meine Haare sind zu lang geworden. Was sind eigentlich so ein Künstlerhaar? Künstlerhaare. So, gut. Komm mit. Komm schon! Die hat sich umgebracht! Die hat sich von allein umgebracht, ich schwör's. Ey, Babe, bitte bleib stehen. Die hat sich von allein umgebracht. Gut. Gut, beziehungsweise... Haben wir das jetzt auch geklärt? Ich muss jetzt warten, bis die Idioten da weg sind. Ja, ich habe ja vergessen, dass ich die hier umgebracht hatte. Egal. Wir nehmen die einfach. Und normalerweise... Es könnte ruhig eine Leiche da liegen. Es könnte eigentlich normalerweise ruhig eine Leiche da liegen. Weil wenn ich jetzt das Messer reinlege... Und es aktiviere... Und ich die Klamotten wechsle. Und es funktioniert, wie es funktionieren soll. Also im richtigen Spiel ist es ja so, beziehungsweise ist das richtige Spiel. Aber im Spiel ist es ja so. Wenn ich jemanden umbringe, kann der Körper da liegen bleiben. Das Blut kann liegen bleiben. Ich muss nur die Waffe entsorgen. Und die Klamotten. Das sind die zwei Sachen, die ich entsorgen muss, um mich halt waschen und beruhigen. Das sind die Sachen, die ich machen muss. Das heißt, wenn ich mich hier... Nein, ich kann mich hier nicht umziehen. Also das Spiel... Ich hätte jetzt gedacht, okay, ich kann mich vielleicht da oben umziehen, einfach nur wieder den Kittel abnehmen und könnte dann nach Hause. Dann wäre es immer noch ein Vorteil. Aber ich finde, dieser Club bringt einfach, das ist mein Abschluss, bringt keinen Vorteil. Und ich finde ihn einfach unnütz fürs Spiel, beziehungsweise die Vorteile sind mir zu gering. Ich finde, andere Clubs sind da besser. Ich mache jetzt noch eine Sache, die mein Zuschauer in die Kommentare geschrieben hat. Und zwar, in der Mitte hat er gesagt, soll ich durchgehen. Dann würde es okay sein für die. Dann würden sie es nicht checken. Ich versuch's jetzt mal. Ich weiß nicht genau, ob ich genau in der Mitte bin. Vielleicht ein bisschen hier rüber. Okay, sie checken's aber! 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 Und damit würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, die Folge hat euch sehr gefallen. Vergesst nicht abzustimmen, welchen Clip wir als nächstes machen sollen. Und zeigt mir Fanart, aber wenn dann mit dem Hashtag DaniEP auf Instagram oder auf Twitter. Auf Twitter sehe ich es immer. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.